Ich grüße euch zur Live-Sendung vom 26. Juli. Wir haben heute zwei Themen, eine Nachlese von den Stammtischen und dann wegen Verweserwahl. Da wollten noch Leute wissen, wie das mit der Wählbarkeit ist. Ja, ihr wisst ja, es war am Sonntag, den 24. Ich halte es mal in die Kamera, mal sehen, in welche, die hier. Ne, die ist zu dunkel. Versuch's mal hoch, hier, der Einladungsflyer. Ich habe ihn leider physisch erst in der Hand gehabt am Sonntag und habe den nicht als Veranstaltungsblatt wahrgenommen, sondern als Werbeflyer. Und ja, und da hatte ich natürlich dann Probleme, den Vortrag anzupassen, weil der Flyer mich zu spät erreicht hat. Deswegen würde ich gerne hier noch etwas nachwaschen. Wir haben also dort in dem Flyer 10 Punkte. Und über die geredet werden sollte. Und ich habe natürlich versprochen, wenn die Gelegenheit gibt, dann wird man das nachreichen. So, der Punkt 1 ist Familienpolitik. Nachwuchs zu bekommen darf nicht zum Albtraum für den Geldbeutel sein und eine Gefährdung des Arbeitsplatzes bedeuten. Das klingt sehr nach sozialistischen Ansichten und ist aber eine notwendige Voraussetzung für eine funktionierende Gesellschaft. Ne? Also wer sich da ein bisschen an die DDR erinnert fühlt, wo die Familienpolitik doch etwas geschützter war, wie es heute der Fall ist, dann, ja, sollten wir uns da wieder an das, was sich bewährt hat, erinnern. Der Punkt 2, Bildungsniveau. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass in den Jahren 1995, 96 ging das los, dass sie hier in Mitteldeutschland versucht haben, das Bildungsniveau immer weiter runterzudrehen. Uns haben sie immer erzählt, wir müssen uns an das Bildungsniveau von Bayern anpassen. Ich sage jetzt nicht nach oben oder nach unten, aber es war eine Katastrophe. Ich denke mal, wenn andere Leute das ehemalige Schulsystem der DDR eingeführt haben, wie zum Beispiel in Norwegen, dann sollte man drüber nachdenken, ob die vielleicht in der DDR ein bisschen was richtig gemacht haben. Also nicht nur falsch. Weil wir dann immerhin in 9 Jahren das geschafft haben, was der heutige Lehrplan in 10 Jahren macht. Und ich will jetzt gar nicht drüber nachdenken, wie das heute in der Grundschule aussieht. Die hatten leichte Probleme. Also die Kinder, die ich jetzt mal vor kurzem getroffen hatte, in einem ganz normalen Garten die einfachsten Pflanzen zu benennen. Also Bäume oder das war also Katastrophe. Weil eben die Allgemeinbildung total vernachlässigt wird. Die Kinder werden mit politischen Themen abgefüllt und das eigentlich Wichtige, was man fürs Leben braucht, ist also völlig außen vor. Das geht nicht. Reallohnabgaben 80%, das ist eine Rechnung, die sich darauf begründet, dass in jedem Zukaufteil, also wenn du ein großes Gerät hat, in jedem Zukaufteil nochmal Steuer in der Steuer und der Steuer drin hängt, wie bei einer Matroschka. Und da kommst du dann irgendwann in der Summe so auf 80% und das drückt natürlich die reale Wirtschaft runter. Und wenn man sich überlegt, dass der Kaiser mit zwischen 14% und 20% Zinsen hatte, Steuern hatte, wobei die 20% dann wirklich nur für die Superreichen waren und das ganz einfache Volk hat kaum etwas an Steuern bezahlt. Und das ist eine Sache, die immerhin gereicht hat, um einen Staat zu betreiben, der im Prinzip zu dieser Zeit die Nummer 1 war. Also kann hohe Steuern keine Lösung sein. So, Altersarmut ist genau das Gleiche. Ne? Im Kaiserreich war die Frühverrentung mit 50 und spätestens mit 60 war Rente. Heute überlegen sie Renteneintritt mit 73 Jahren. Aber wie gesagt, die meisten Arbeitsplätze sind ja schon mal mit 50 nicht mehr zu besetzen. Also das ist eigentlich, So, was haben wir hier? Soziale Gefüge in der Gesellschaft bricht auseinander. Umverteilung reichen an. Das ist ein typischer Fall, der eben beim Zerfall des Kapitalismus zeigt. Und die Schere arm und reich ist eine Folge der Mehrwertanhäufung bei den Besserverdienten, sagen wir mal die sogenannte Elite, die dann mit dem Geld nicht weiß, was sie machen soll. Und das einfache Volk braucht einfach nur ein bisschen mehr. Und dann käme es gut über die Runden. Und da ist was grundsätzlich falsch verteilt. Es gibt ja Staaten, die das ein bisschen gerechter machen. Die haben natürlich auch sehr hohe Steuern, wie zum Beispiel Schweden.
Und ich würde nicht unbedingt mit denen tauschen wollen. So, erneuerbare Energien. Wenn man da jetzt mal auf Windräder und das Übertreiben von Solaranlagen abzielt, mag das alles gut gehen. Wir wissen ja, dass die Chinesen die heiße Fusion serienreif haben und jetzt im Prinzip nur noch an der Höhe der Fusionstemperatur schrauben, damit der Reaktor effektiver wird. Dann haben wir erneuerbare Energien, denn Kernfusion läuft ja ohne radioaktiven Abfall. Da sollte man forschen. Datensammelwut und so weiter. Wir wissen ja, Datenvollauskunft, immer wieder ein beliebtes Thema. Ich wollte eigentlich heute noch mal eine Datenauskunft von einem befreundeten noch mal gucken und mal was vortragen. Aber das ist aufgrund der technischen Probleme, müssen wir das mal vertagen, nächste Woche. Bargeldabschaffung, ja, ist schon lange beschlossen. Das haben wir also hier auch angedämmt. Ja, müssen wir mal gucken. Sicherung von Vermögen funktioniert ja nur in Edelmetallen, ne? Weil das das Einzige ist, wo der Wert da drin steckt und natürlich alle Sachwerte, also Lebensmittel, Bäume, also Obstbäume, Nutzgehölze, sagen wir mal, ne? Also Kleingarten ist ja eine Sache und die Nahrungsmittelgrundversorgung vor wenigstens 3 Wochen, wenn es ja wirklich zu einer Krise kommt. Weil Deutschlands Lager sind die Autobahnen und wenn die Autobahnen leer sind, sind die Lager leer. Es ist kaum noch was im realen Einzelhandel länger als 3 Tage zu halten, wenn also der Nachschub ausfällt. Ja, und Familienbesitz und Eigentum, das ist also diese Geschichte, die sich mit den Familienlandsitzen beschäftigt. Und da hat sich herausgestellt, dass man ab 1 Hektar so einigermaßen über die Runden kommt. Richtig gut läuft es also ab 2 Hektar. Das ist also eine Größenordnung, die in Russland schon mit Erfolg praktiziert wird. Und da sollte man sich mal ein Beispiel nehmen und das hier auch ähnlich regeln. Also das Nutzungsrecht an Grund und Boden, denn Eigentum an sich haben wir ja alle nicht, weil wir haben ja alles nicht mitgebracht auf dieser Welt und wir nehmen auch nichts wieder mit. Und dann ist die Eigentumsfrage so ein bisschen eine relative Geschichte. Ja, gut. Also das sind nicht unbedingt jetzt die Themen, die ich dort vortragen wollte, denn mir ging es hauptsächlich eben darum zu verstehen, wie das mit den Bodenrechten zusammenhängt. Und da gab es natürlich einen Haufen Kritik und gesagt, ja, der Kaiser hat ja selber kein Eigentum und der Kaiser war ja nicht wirklich ein Kaiser. Das hat alles schon eine Bedeutung, weil dem Kaiser haben sie diese Bezeichnung sozusagen deswegen verliehen, weil in allen anderen Ländern ringsrum, die noch Monarchien hatten, waren das richtige Kaiser und da wollte das mal in Deutschland also nicht nachstehen und da hat man ihm das als Amtsbezeichnung zugestanden, obwohl die eigentliche Kaiserkrönung in dem Sinne in Deutschland so nicht gegeben hat. Zumindest nicht in der Zeit, die für uns interessant ist. Gut, aber das ist nur am Rande. Was uns hier noch interessiert, sind die Fragen, die im Zusammenhang mit der Verweserwahl aufgetaucht sind. Also wir hatten ja in Baden-Württemberg schon einen Stammtisch gehabt. Da habe ich das Video inzwischen schon hochgeladen. Es ist noch in der Bearbeitung. Ich denke mal, dass auch das Live-Video heute im Laufe des Abends noch online geht, weil ich von auswärts, wenn ich also 14 Tage unterwegs bin, nichts hochladen kann, weil die meisten haben nur ein DSL 2000 und da lade ich eine ganze Woche an so einem Video. Und das muss ich dann mal an 1 oder 2 Tagen, wenn ich hier bin, machen. Ich habe im Prinzip jetzt die Vorträge von Ebern und von Neckars Ulm. Die sind jetzt hochgeladen, die werden also noch die nächsten 1-2 Tage geschnitten und dann sind die alle auch im Internet verfügbar. Und dort ist auch nochmal ausführlich was zu den Bodenrechten gesagt, auch zu den ganzen Abläufen. Ich will es deshalb nochmal kurz machen, weil ich denke mal, dass es in den nächsten 2 Tagen für alle online ist. Wir haben ja eine Handlung nach dem Notstandsrecht von 1914 und 13. Also die ersten Gesetze sind so 1913 rausgekommen und der ganze Rest so 1914, verteilt sich so über 2 Jahre. Wobei uns etwa 11 von diesen Verfügungen interessieren. Das sind die, wo es darum geht, welche Beziehungen zwischen Notstandsleiter und Verweser bestehen. Ich will es mal kurz zusammenfassen. Ein Notstandsleiter ist einfach der, der in einem konkreten Notstand, also ein Verfassungsnotstand, wenn zum Beispiel die
der Geltungsbereich der Verfassung gelöscht worden ist. Also das hatten wir am 17.18.07.1990, dass der Geltungsbereich Artikel 23 gelöscht worden. Am 26. September ist es erst veröffentlicht worden, dazwischen drin hat er aber schon nicht existiert. Ne? Also Komasa hat dafür gezeugt, dass der in der Nacht vom 17. zum 18.07.1990 gelöscht wurde. Und zwar, weil man sich nicht darüber einigen konnte, zuzugestehen, dass die Grenzen des Staates von 1914 gelten. Und die westlichen Alliierten wollten nicht, dass Russland im Prinzip Mitteldeutschland mit den Ostgebieten vereint. Das war denen ein Albtraum. Die Russen haben das uns zugestanden, das muss man immer wieder ganz klar sagen. Also wir reden ja noch von Sowjetunion, weil es war ja noch die Sowjetunion, die da mit verhandelt hat. Das ist ja dann erst später zerfallen. Und die wollten die Ostgebiete mit eingliedern und wollten auch keine Vorbedingungen stellen. Also das, was Kohl gesagt hat, dass es Vorbedingungen zur Wiedervereinigung gibt, das ist also Käse. So, aber wenn der Bund jetzt seine Kompetenzen auf ein größeres Gebiet ausweitet, also aus seiner Bundesbannmeile heraus, wissen wir ja, Artikel 29 Absatz 8, muss ein Volksentscheid her. Das gilt sowohl für die GEZ, die sie nach Mitteldeutschland ausgeweitet haben, als auch die ganze Scheingerichtsbarkeit. Wir hatten ja zur DDR-Zeit wenigstens ordentliche Gerichte. Die haben sich zwar nicht Amtsgericht oder sonst wie geschimpft, das war einfach nur das Gericht. Und die haben sich dann in Familiengericht und Arbeitsgericht nochmal geteilt, aber so ein Durcheinander, wie es heute gibt, und so eine Willkür, die hat es also zur DDR-Zeit nicht gegeben. Da kann man ein bisschen nachtrauern, aber wir leben eben jetzt in dem System, weil viele sagen, ja, uns geht's doch allen gut und die werden das schon alle machen und ich habe sowieso von Politik keine Ahnung. Und da wird eben diese Willkür regelrecht gezüchtet. Und in den letzten 6-7 Jahren ist es also so extrem, dass man sich überhaupt nicht mehr an irgendwelche Gesetze hält, sondern jeder macht, was er will. Und diese Willkür wird also dann immer ja, absonderlicher. Ne? Dass man dann auch nicht mehr versteht und auch nicht mehr gutheißen kann. Und deswegen ist der Ruf nach Veränderung, wird er immer lauter und die Leute wollen also diese Scheindemokratie abschaffen. Das ist also diese Message, die da dahinter steckt und die Möglichkeit gibt es. Wenn man ein Referendum macht, kann man sich ein neues Machtsystem schaffen. Das hat also zum Beispiel die Krim gemacht, deswegen nennen wir ja auch das Verfahren, was wir vorhaben, Modus Krim. Das heißt, ein Referendum, also ein Volksentscheid, bestimmt darüber, welche Kontrollstruktur die Richtlinienkompetenz der Politik bildet. Also ein Parlament zur Verwaltung des Kaiserreichs, man nennt das auch Föderation. Das ist das, was in Russland mit Erfolg praktiziert wird seit einigen Jahren. Und sowas brauchen wir auch. Aber bitte ohne Merkel und Gabriel. Die Parteien brauchen wir alle nicht. Dort müssen fähige Leute rein, die sich mit Wirtschaft und mit Politik und mit Erziehungswissenschaften und ähnlichen Dingen auskennen und ihr Fachgebiet auch wirklich von ganzem Herzen und Gewissen ordentlich baggern und diese ganzen Verwerfungen und politischen Einflussnahmen aus den Lehrplänen und auch aus dem öffentlichen Leben streichen. Weil das steht uns allen zu. Und wir sind keinesfalls die Sklaven von irgendwelchen Politikern, sondern wir haben eine freie Willensentscheidung und wir können sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und wenn ich den Müll, den ARD und ZDF sendet, nicht will, dann habe ich durchaus das Recht, dass das in meinem Haushalt nicht gibt. So, weil ich diesen Schwachsinn mir nicht angucke. Also wenn ich mal was gucke, dann ist das D-Max oder irgendeine Dokumentation oder schleimen wir mal eine DVD aus. Aber ich habe bestimmt die letzten 3-4 Wochen kein Fernsehen geguckt. Und das braucht man auch nicht. Also wenn man was wissen will, kann man sich im Internet einfach besser belesen. So, das ist erstmal der allgemeine Teil. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz zu den Abläufen bei Wählbarkeit und auch den Zeitrahmen noch was sagen, weil viele immer da noch ein Problem haben. So, also was müssen wir machen? Wir haben im Prinzip 3 Siegel. Nämlich das Siegel der Wahlkommission, das enthält das Siegel des Bundesstaates und außen, beziehungsweise auch das Siegel, für das die Wahlkommission gewählt werden soll. In der Regel ist es der Bundesstaat. Außen steht dann drüber ein Ring, da steht drinne Wahlkommission, Notstandsrecht 1913-14.
und innen das Siegel vom Bundesstaat. Ne? Und das ist die Wahlkommission, die also dort Dokumente siegelt damit. Und dieses Siegel muss abgestimmt werden mit dem Referendum. Wir wissen natürlich, dass es vorneweg verwendet wird, ist aber auch ein neues Symbol, was durch den Ring entsteht ein neues Symbol. Innen ist aber schon angedeutet, um was es sich handelt. Und beim Referendum wird auch das Siegel der Wahlkommission mit abgestimmt. Weil im Notstandsrecht wird ja erst die Not abgeholfen und hinterher tut der Verweser sagen, war in Ordnung. Oder der höherrangige Notstandsleiter sagt, ja, was du gemacht hast, ist in Ordnung. Also wenn der Unfall beräumt wird, wird hinterher die Sache entlastet. Und wenn eine notstandsrechtliche Anordnung entlastet wird, wird das zum Gesetz. Das ist das, was im Notstandsrecht verankert ist. So, und auch hier gilt das Gleiche. Das heißt, über das Referendum wird das Siegel der Wahlkommission entlastet und abgestimmt, dass die Wahlkommission in Zukunft direkt das Siegel des Bundesstaates bzw. des Siegelgebietes nutzen darf. Ja, man muss also dann noch das Siegel des Bundesstaates mit reinbringen und das Siegel des Siegelgebiets, für den die Wahlkommission tätig sein will, es können auch mehrere sein, ne? Also wenn es mehrere kleine Siegelgebiete in einem Einzugsgebiet der Wahlkommission gibt, da muss man dann eben mehrere übereinander machen, sodass die Leute sehen, aha, das sind die Siegel, die hier verwendet werden sollen. So, und damit kann man staatliche Dokumente siegeln. Und man könnte auch in dem EU-Reisepass die Staatsangehörigkeit damit korrekt eintragen. So, das dürfen die machen, die ein Siegelrecht haben. Also dort, wo die Reisevisums reingesiegelt werden, dort kann man auch die Staatsangehörigkeit korrigieren. So, und die würde dann, gibt es hier Ärger im Chat? Warte mal, ich roll mal zurück. Ja, gut. Also nochmal an die Leute, die im Chat sind. Also wenn es hier Ärger gibt und Leute beleidigt werden oder Stimmung gemacht wird, dann müssen wir dort ein paar kegeln. Ich sehe aber jetzt noch keinen Grund, weshalb ich hier wie angeschrieben jemand kegeln sollte. Ja, genau, der hat auch noch nichts gemacht. Sehe ich auch so. Also, wir wollen hier nicht Zensur üben, nur dann, wenn es wirklich absonderlich wird, dann müssen wir dort mal ihn rauskegeln wie letzte Woche. Na, also bitte benehmt euch im Chat, das ist unser aller Kommunikationsmedium. Ich will das auch nicht zensieren, ich habe auch keine Lust, jetzt jeden Beitrag mitzulesen, sondern ich möchte mich auf die Sendung korrigieren. Aber wenn es Ärger gibt, dann ruhig Bescheid sagen, dann mache ich da was. So, also ist klar, nochmal, damit wir den Faden nicht verlieren, dass wir brauchen das Siegel der Wahlkommission. Das wird in erster Linie das Bundesstaaten-Siegel sein, außen der Ring rum, der ein neues Symbol erzeugt. Wahlkommission und Notstandsrecht von 1913 und 1914, das Siegel vom Siegelgebiet ohne Ring und das Siegel vom Bundesstaat. So, wenn die Wahlkommission mehrere Siegelgebiete macht, müssten dann auch mehrere Siegel untereinander. So, und darüber wird dann abgestimmt. Und die Mehrheit der Leute haben also auch mehrere Stimmen, natürlich bloß für jedes Siegel eines, klar. Ob das Siegel genommen werden soll oder nicht, und es müsste dann mehr als die Hälfte dafür sein. Auf jeden Fall muss das Bundesstaatensiegel aber getrennt abgestimmt werden. Getrennten. Da muss dann so wie bei einer normalen Wahl, also mehrere Stimmen. So, und in diesem Referendum, im ersten Referendum, sind alle wahlberechtigt, die in der Nacht vom 17. zum 18.07.1990 wahlberechtigt waren, und die Kinder. Also wir haben dort ein Mischmasch aus BRD-System und staatlichem Recht. Ist aber so, weil beim Verfassungsnotstand muss zunächst eine Volksabstimmung her, wie es dann nun weitergehen soll. Welche Verfassung sollte dann gelten oder welches Recht soll übernommen werden oder weggeschnitten werden. Das ist typischer Fall, wenn es einen Verfassungsnotstand gibt. Dass das Volk, was da eben jetzt das Wahlvolk darstellt, ob es nun zum Staat gehört oder zu einer NGO, spielt jetzt in dem Fall erstmal keine Rolle. Entscheidend ist, dass die Leute sich darüber einig werden, das ist jetzt das neue Siegel, mit dem amtliche Dokumente und auch Passdokumente gesiegelt werden dürfen. So, wenn das gelaufen ist, dann
läuft eine Frist von ungefähr 8 Wochen, wo jeder sich darüber Gedanken machen könnte, wer wäre für Verweser geeignet, für ein bestimmtes Siegegebiet oder für einen Bundesstaat. Da gibt es also so ein Vorschlagsrecht und dann hätte derjenige, der da vorgeschlagen wurde, noch einmal 4 Wochen Zeit, also die ersten 4 Wochen für die Vorschläge, die zweiten 4 Wochen, damit jeder wirklich die Unterlagen komplett hat und die müssten dann 14 Tage vor der Wahl komplett sein, also wer antritt. So, weil die Wahlkommission kann alles, auch nicht alles auf dem letzten Drücker machen und wer es eben nach 100 Jahren immer noch nicht gemerkt hat, dass er nun mal eine Herleitung nach Rustag machen muss, und zwar ohne gelben Schein, weil der gelbe Schein führt dazu, dass du die Bundessteuerangehörigkeit wieder abgibst, die du mühevoll dir zusammengesucht hast. Na, du erbringst den Nachweis, dass du hast, und freudestrahlend gibst du ab. Das ist das, was dann passiert. So, deswegen kein gelben Schein. Na, die Bundessteuerangehörigkeit habt ihr von Geburt, die kann euch auch niemand wegnehmen. Auch die BRD kann sie nicht wegnehmen. Die wird sie euch aber nicht geben, weil sie dann sonst nicht mehr zuständig wäre. Eine Bundessteuerangehörigkeit untersteht dem Staat. Und die Bundesbürger, also sozusagen Firmenpersonal, gehört der Bundesrepublik. So, inklusive Ausweis. Also wer denkt, dass er Personalausweis oder Reisepass einfach so vernichten darf, der wird sich dann wundern, wenn er dann Ordnungsgeld kriegt. Ja, also die werden unbeschädigt zurückgegeben. So, und das Dokument, was dafür greift, das ist die sogenannte R11. Da haben wir also bei kaiserrundfunk.com im Download-Bereich die Möglichkeit, dass dort runter... Warte, was machen wir hier? Den Soundcheck noch weg. Das runterzuladen, und da kann man sich das auch die Herleitung angucken. In der Anlage A1 und A2 ist das, glaube ich, mit ja, Anlage A1 und A2 zur A12 mit angucken. Dort ist auch genau hergeleitet, warum und wieso man einen Verweser braucht. Einfach um die Verfügung über die Form der Auflassung zu erfüllen. Weil dort drin steht, dass nur der Kaiser oder eben sein direkter Nachfolger das Recht hat, den Friedensschluss zu erklären. Nun ist es aber so, dass der Kaiser da nicht mehr lebt, keinen Thronfolger ernennen kann. Und alle bislang bekannten Thronfolger sich an dem Verfassungsbruch der Weimarer Republik beteiligt hatten. Es gibt also niemanden, der vom Adel wäre, der den Kaiser den Rücken gestärkt hätte, sondern sind alle mehr oder weniger den Freistaaten waren anheimgefallen und auch in der Bundesrepublik haben sie sich auch nicht gerade rühmlich gezeigt. Also ich kenne keinen Adeligen, der von sich sagen könnte, ich habe das Zeug zum Verweser, weil sie alle auch bis zum heutigen Tage hinter der Weimarer Republik und der Freistaaterei hinterherhängen und mit denen krumme Geschäfte machen, was eigentlich überhaupt nicht geht. Die Bundesstaaten sind staatlich und die haben mit den Freistaaten nichts zu schaffen. Jo, das ist erstmal so das Grobe. So, wenn dann die 8 Wochen, also die 10 mal 4 Wochen rum sind, dann käme es zur Verweserwahl. Dann gibt's im Grunde genommen bis zu 3 Wahlgänge. Der erste Wahlgang ist klar, da läuft auf einfache Mehrheit hin, also absolute Mehrheit hinaus. Also wer am ersten Wahlgang Durchmarsch macht, wäre sofort gewählt. Wenn es sich so verteilt auf dem 1., 2., 3., aber keiner der Wahlbewerber eine absolute, also mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten auf sich vereint, müsste eine Stichwahl gemacht werden. Die wäre also dann zwischen den ersten und den zweitplatzierten. Wenn das wieder scheitert, weil die Wahrscheinlichkeit bei einer Stichwahl sehr gering ist, ja, dann muss man eben, also wenn es dann genau Kippe steht, kann in kleinen Orten nur passieren, sonst ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Dann wird einer von den beiden sicherlich mehr als 50% kriegen und dann wäre der Verweser erstmal im Amt. Und der müsste als erste Amtshandlung die Handlungen der Wahlkommission und der Notstandsleiter entlasten. Damit würde das zum Gesetz und damit wären die Siegel dann endgültig amtliche Siegel. Ne? Weil es wird immer erst getan und hinterher entlastet. Das ist also das grundlegende Prinzip. So, ich selber habe keine Flyer von NRW da, weil es gerade die Sendung kam. Müsst ihr euch mal untereinander nochmal abstimmen. Gibt da einen Stammtisch. Neckarsulm haben die das letzte Mal gesessen, aber das ist nicht der Stammtisch Neckarsulm, sondern die sind da so in der weiteren Gegend von Nordrhein-Westfalen aktiv und haben meiner Ansicht nach aktuell das am weitesten fortgeschrittene Konzept. Ne?
So, die haben da noch ein bisschen dran zu schrauben mit der Wahlkommission, müssen also 2x5 Leute aus ihrer Wahlkommission ausgründen. Die brauchen ein Schiedsgericht für die Wahlkommission in der ersten Instanz und für den Bundesstaat eine Wahlkommission, die für die Fälle der ersten Instanz nochmal entscheidet für den Bundesstaat. So. Also sind das 2x5 Leute. So. Aber die oberste Instanz, das Schiedsgericht, wird relativ wenig zu tun kriegen. Also nur Widerspruchsentscheidungen, die in erster Instanz schiefgegangen sind. Wenn jemand den Nachweis des Rustag nicht erbringen kann, ist er eben bei der Verweserwahl zunächst erstmal nicht wahlberechtigt. Es ist nicht weiter schlimm, deswegen wird er ja nicht aus der Mitbestimmung ausgeschlossen. Aber das kaiserliche Recht ist da eben so. Deswegen seht zu, dass er einen Auszug aus dem Geburtenregister kriegt und nicht nur eine Geburtsurkunde, weil die Geburtsurkunde ist im Prinzip, wenn man so will, ein Vertrag. Und ja, der eigentliche Auszug aus dem Geburtenregister, das ist das ranghöchste Dokument, was ihr haben könnt. Also über dem Reisepass und über dem Perso. Perso sollte man nicht haben, sollte man abgeben, und zwar aus folgendem Grund: der macht wirklich eine Personaleigenschaft. So, die führt zur Entrechtung, genau wie ein Chef und Untergestellter, der Unterstellte nichts zu melden hat. Das ist das, was sie hier in der BRD machen. Und die Gesetze, die sie sich selber geschaffen haben, nicht mal die einhalten. Willkür machen und die Leute terrorisieren und dann uns erzählen, der ISIS hätte den Terroranschlag gemacht. Der Terroranschlag in München, da riecht sozusagen nach Geheimdienstoperationen. Es geht bald nicht mehr. Also das muss man ja nur bei den ganzen Ungereimtheiten, die in den letzten Tagen so bekannt geworden sind, nur mal gerissen haben. Dass also dieser Terror von Staaten so organisiert wird, um eben den sogenannten Polizeistaat zu fördern und auch Migranten in die Polizei aufzunehmen. Jetzt geht wieder ein neues Ding rum, dass sie das auch in der Bundeswehr praktizieren wollen. Und das führt dann dazu, dass es eine gewisse Gefahr gibt, dass, wenn es dann wirklich zum Aufstand kommt, also die Teile der Bundeswehr oder der Polizei, die islamisch ausgerichtet werden, dann plötzlich ihre Maske abnehmen und dann zur Gefahr ihrer Kollegen werden. Und das ist das, was van der Leyen hier zu verantworten hat und auch der Innenminister, wenn hier irgendwelche Vorkömmlichkeiten passieren sollten. Aber es ist ja alles von langer Hand vorbereitet. Es wird ja immer dann nur so gesagt, na, konnten wir ja nicht wissen. Nee, das ist alles genau überlegt. Und die wissen genau, welches Risiko die eingehen, wenn die solche Politik betreiben. Gut, sind wir ja erstmal durch mit den wesentlichen Dingen. Ich würde jetzt erstmal das Telefon einschalten und den ersten Anrufer reinnehmen. So, ich denke mal, dass es jetzt so geht. Müssen wir mal das Telefon noch ein bisschen höher. So. Geht. Es dauert manchmal noch 1-2 Minuten, bis das Freizeichen kommt. Jetzt ist es da. Telefon ist geschaltet. So, kann es losgehen. Also wer eine Frage hat, kann sie stellen. Ich werde alles beantworten, außer die beliebten Geschichten zum Holocaust. Die lassen wir einfach mal weg. Kaiserrundfunk.com, Live-Sendung, hallo. Guten Abend, hier ist Hänsel und Grete. Ja. Wir sind Schlafschafer, sind vor ein paar Monaten wach geworden und haben erschrocken festgestellt, wo wir uns hier befinden. Und die ganz kurze Frage, gibt es irgendwo bei euch hinterlegt die konkreten Schritte, wie man sich hier als Personal verabschieden kann? Ja, die A11, das ist genau das Dokument, was dazu führt, dass man die Bundesstaatenangehörigkeit fordert. Es ist aber so, dass das System selber alles versucht, um das zu verhindern, sogar den Posteingang des Schreibens. Das ist nun mal ein Fakt. Downloadbereich bei kaiserrundfunk.com, Mediathek, Download, dort ist das dort hinterlegt. Naja, wie willst du dich denn schützen als Unbewaffneter gegen Bewaffnete? Die Gerichtsvollzieher, die sich nur so nennen, aber keinen Sinn, die haben ja immer Polizeibeamte im Schlepptau, deren Waffenbesitz also missbrauchen, um ja, illegale Vollstreckungen zu machen, weil kein Richter die ganzen Verfügungen unterschreibt, sondern das alles nur Scheinbescheide und Scheinurteile.
Und die werden eben von dem nicht gesetzlichen Richter ausgefüllt. Und das ist eben auch wieder so ein Verstoß gegen Grundgesetz. Da kann man sich nicht schützen. Du kannst nur das Land verlassen und das nützt alles nicht. Das System ist so angelegt, dass die Interessen der Alliierten ohne Rücksicht auf internationale Verträge und Recht und Gesetz durchgedrückt werden. Das ist das, was uns hier jeden Tag ins Haus steht. Und wer das nicht will, hätte die Möglichkeit, sich innerhalb der Grenzen von 1914, aber außerhalb der BRD zu bewegen. Das wäre momentan Elsass-Lothringen oder Ostpommern, also die Ostgebiete. Aber man muss natürlich wissen, Ostgebieten ist klimatisch ungünstig, ja, weil das ist mal kurz vorm Eismeer. Und Elsass-Lothringen ist in Frankreich ist auch eine ganz unproblematische Stadt, weil dort auch Unruhen ins Haus stehen, also, aber man verlässt zumindest nicht die staatlichen Grenzen. Ja, und dann könnte man sich noch an die Schutzgebiete verziehen, das wäre auch möglich, also Deutsch-Südwest oder Deutsch-Südost, Deutsch-Widu, also die Schutzgebiete, die am 27.10.1918 noch bestanden haben, also ohne Einflussnahme des Versailler Vertrags, die sind auch noch Reichsgebiet, erstmal. Naja, ich versuche es heute mal heute noch zu schneiden, weil viele sagen, die möchten unmittelbar nach der Sendung den Mitschnitt haben. Wir versuchen es mal. Ich habe gerade mitgekriegt, dass der Anrufer zu leise ist. Dann muss ich mal gucken, ob ich hier mal ein bisschen Gas gebe. Wenn man sonst irgendwie mal fragen, kann man euch eine Mail senden oder... Ja, Mail ist schwierig, weil wir kriegen 500 Mails am Tag und das ist schwierig zu handeln, hinzulaufen. Ja, also ich kann ja nicht lauter machen, das wird schwierig. Ja, die versuche ich zu listen, also wer einen Stammtisch hat, dass er publik machen will, müsste mir das schreiben und dann versuche ich das... dort mit unterzubringen. Ja, alles klar, danke. Tschüss. Bin ich zu laut? Ist irgendwie das Telefon heute zu leise. Mal gucken, ob man das noch ein bisschen lauter machen kann. Tja, aber mit Elektret möchte ich jetzt auch nicht anfangen. Gut, extreme Störgeräusche, ja, da muss ich mich mal ganz kurz erheben und mal gucken, wo ich den Kopfhörer finde. Und da müssen wir noch mal genau gucken, was da los ist. So, da ist schon der nächste. Kaiserrundfunk.com, hallo. Hallo? Ja, ich höre dich. Ich hoffe mal, dass es jetzt mal besser geht. Irgendwie ist alles zu leise. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Versuch nochmal, ob jetzt mal besser geht. Ja, ich höre dich. Das ist verzögert, also du bist etwas verzögert hier unterwegs. Da darf man sich nicht wundern. Also Frage zu R11. Ich habe mit der R11 meinen Personalausweis abgegeben, einen Tag vorher hingefaxt, nächsten Tag hingegangen, gesagt, hier bitteschön, habt ihr dieses gefälschte Dokument. Gestern habe ich euch was geschickt. Genau, das ist... entgegengenommen, mit Widerwillen. Ja. Aber mir auf meiner Kopie der Elf nicht unterschrieben, was ja zu erwarten war. Da bin ich von dann gegangen.
musste dann die Postfrau permanent mir irgendwelche Schreiben zuzustellen, die ich natürlich nicht entgegengenommen habe. Ich nehme an, dass das in diesem Zusammenhang gewesen ist. Dann habe ich eine Vollauskunft beantragt bei der Gemeinde. Dreiseitiges Dokument mit irgendwelchen fadenscheinigen Inhalten, was aber nicht den Anschein aller Vollauskunft gemacht hat. Jetzt meine Frage, wie gehe ich auf diese Gemeinde zu? Was muss ich machen, um eine vernünftige Auskunft zu bekommen? Ja. Grundsätzlich, also die versuchen dir eine Auskunft nach dem Meldegesetz zu geben, aber das ist ja das, was du nie beantragt hast. Du hast ja immer eine Datenvollauskunft. Ich habe da oben drauf durchgestrichen. Oben drauf stand irgendwas und dann haben wir es durchgestrichen und haben dahinter geschrieben, Schrägstrich Vollauskunft. Ja, aber eben nicht nach dem Bundesdatenschutzgesetz, sondern nach dem Bundesmeldegesetz. Hast du ja nicht verlangt. Ja. Ja, du willst wissen, wer die Staatsangehörigkeit Deutsch eingetragen hat. Wir haben letzte Woche eine Rückmeldung bekommen, da tun die Ämter sogar lügen, die DDR hätte die Staatsangehörigkeit Deutsch verliehen. Kann das gar nicht sein, weil die DDR hat keine Rechtsnachfolge von 1933 bis 45 gemacht. Definitiv nicht. Niemand hatte in der DDR die Staatsangehörigkeit Deutsch. Ja, sind Staatsbürger der DDR gewesen. Ja, Staatsbürger, das ist ein zuerkannter Stand. Ja, aber das hat mit der Staatsangehörigkeit nichts zu tun. Das heißt zwar so ähnlich, aber so grundlegend andere Dinge. Weil die Staatsangehörigkeit der DDR war immer die des Kaiserreichs gewesen. Da hatte die Sowjetunion großen Wert drauf gelegt, weil es gab den Friedensvertrag von Brest-Litovsk und daran hat sich die Sowjetunion bis zum, so lange wie sie existiert hat, gehalten. Und hat Honecker und auch Ulbricht verboten, an der Staatsangehörigkeit rumzudrehen. Weil die Bundesrepublik hat es aber nicht interessiert, die haben genau das gemacht. Jo, jetzt ist der Anrufer weg. Ja, aber irgendwann stand auf deiner Webseite, dass ergänzend zu der RL ein R12 kommt oder ein Ergänzungsschreiben. Ja, soll noch kommen, machen wir auch noch fertig, aber momentan ist er noch nicht fertig und man kann die R11 so nehmen. Also die hat den gewünschten Effekt. Wenn, können wir es dann immer noch nachreichen, wenn es noch kommt. Das ist erstmal kein Problem. Ja, aber wir kennen uns auch nicht zu teilen. Ja. Da steht drauf, Melde Stammblatt. Das ist drauf gedruckt und dahinter haben sie geschrieben, Schrägstrich Vollauskunft. Ja, ne, das ist gefegt. Das ist nicht die richtige Vollauskunft noch. Ja, also in der Vollauskunft muss drin stehen, wer wann welchen Eintrag gemacht hat. Und da ist genau zuordnenbar, wer die Staatsangehörigkeit Deutschland eingetragen hat. Und das ist derjenige, der es wieder in Ordnung bringen muss. So, ja, weil es gilt nun mal das Prinzip, dass jeder seinen Kopf selber zum Markt trägt. Du. Ja, was muss ich denn jetzt erklären? Ja? Bin ich zu laut, weil er Beschwerden gab wegen Mixer? Nein. Momentan kommen wir nicht weiter, weil die Gemeinde die Umsetzung dessen verweigert, was in der Genfer Konvention und der Europäischen Menschenrechtsrichtlinie uns zusteht, nämlich eine ordentliche Staatsangehörigkeit und vor allen Dingen auch der gesetzliche Richter. Das wird uns verweigert, obwohl die Bundesrepublik die Gesetzgebung unterschrieben hat und auch dafür einzutreten hat, dass sie umgesetzt wird. Aber die BRD hält sich eben nicht dran. Das ist eben so. Wenn die Demonstrationen wie Legida und Begida endlich mal aufwachen würden und das Thema mal thematisieren, dann hätten wir vielleicht an der Stelle auch ein bisschen mehr Erfolg. Und dann würden sich viele Probleme auch klären, weil ohne ordentliche Staatsangehörigkeit bewegt sich das System keine Millimeter. Na, da machen die ihre Willkür weiter. So, gut, ich würde jetzt...
ich würde das Ding jetzt mal zubinden, weil wir wollen noch mehr Anrufe haben. Wenn du jetzt noch eine wichtige Frage hast, würde ich es noch machen. Ansonsten würde ich den Nächsten die Möglichkeit geben. Nee, wir können da nichts mehr zu ein. Gut. Ja, genau. Ne? Ja, ich merke auch, dass es jetzt beantwortet ist. Gut, dann wünsche ich dir noch ein weiteres gutes Zuhören und wir nehmen dann mal den nächsten Anrufer rein. Ne? Ja. Gut, alles klar. Tschüss. Ja, es ist doch nicht ganz so einfach. Kaiserrundfunk.com, hallo? Ja, hallo, Uwe, hier ist der Ralf aus Dresden. Ja. Ja, ich habe nur eine kurze Frage. Ich bin morgen, also ich fahre heute früh los. Ich könnte mal bei dir vorbeikommen und eine Schenkung nach Kaiserrundfunk abgeben. Ja. Na, ich wollte wohl für die Rechte nicht fahren, aber machen wir das über folgendes, schick das mal per Einwurf eintragen. Bitte nicht als normales eintragen, weil ich nicht jeden Tag Kosten eintragen. Ganz direkt. Dann kann man mal das Einwurf eintragen, das wird dann jemand ab. Also, okay, und auch was wann also, ja, ist ja dann egal, der Einwurf eintragen. Und dann wäre es irgendwie ganz früh da. Ist das Okay, ja. Dann müssen wir das andermal machen. Da komme ich mal von Dresden aus, das ist nicht so weit. Gut, dann. Ja, ich denke, das ist einfacher. Dann melde ich mich nochmal andermal. Okay, dann erstmal vielen Dank. Ich mache dann die Leitung nochmal frei, ja? Ja, bitte. Und tschüss. Ja, dann alles klar, dann gucke ich mal ganz schnell, was hier pumpt. Also irgendwie Bär an der Leitung. Ja, das tut mir natürlich jetzt sehr leid, weil wir jetzt auf die Schnelle jetzt gar nicht so eine schnelle Mikrofon. Mal gucken, ob schon irgendwie noch einen ganz schnellen Kopfhörer zustande kriegen. Wir sehen, ob ich noch was improvisieren kann.
Geht. Dann haben wir hier mal China Süd. Ich hoffe mal, dass da geht. Da ist leider einer, ist ein Ohrpolster kaputt, aber ich hoffe mal, ich krieg das hin. So, dann brauche ich mal noch einen Adapter dafür. Ja, das haben wir natürlich genau in dem Moment, wenn wir so hier kapieren. Das ist dieses dynamische, wie es scheint. Ne? Das Rauschen ist ein bisschen da. Kann ich aber leider nicht ändern. Das ist kaiserrundfunk.com, Live-Sendung, hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? Ich habe gerade den Fehler gefunden. Es ist diese... Ja, ja, ich weiß auch welches, nämlich, dass diese Mikrofonleitung, die ich hier für viel Geld erstanden habe, der absolute Dreck ist. Du bist live auf Sendung. Ich hoffe mal, ich kann dich jetzt gleich umstöpseln und wir verstehen dich dann wieder besser. Nee, das hat nichts mit dem Rechner zu tun. Das ist die Mikrofonleitung, die hier kaputt ist. Oder ist es die hier? Nee, die ist in Ordnung. Oh, mal gucken. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob es besser ist. Sag mal was. Ja, ich bin schon dran, aber das, was du machst hier auf dem... Auf dem Rechner ist ganz was anderes wie das, was wir erzählen. Ja, jetzt müsste es eigentlich besser gehen. Klingt ja spitz, aber es geht. So, na gut, machen wir weiter. Also, ich habe ein paar technische Fragen und möchte noch einiges klarstellen. Hm? Lieber noch um die Gruppe in Baden-Württemberg. So wie du sagst, die sind ziemlich weit. Hm? Die sind aber nicht in Neckarsulm und nicht in Nordrhein-Westfalen. Hm. Die sind in Nordbaden-Württemberg. Aha. Und Ich habe beim letzten Livestream schon mal festgestellt, da hat sich jemand interessiert, wer ist die Gruppe? Ja. Kann ich die hier über den Sender preisgeben oder möchtest du das nicht? Ja, kannst du ruhig mal sagen, wenn du irgendeine Möglichkeit findest, wie die sich anmelden können, ja. Also irgendeine Kontaktinfo, sag ich mal. Ja, wir sind zwar noch nicht so weit, dass wir eine komplette Internetadresse haben oder Ding, ich sage mal Öffentlichkeitsnetz, aber ich könnte eine E-Mail-Adresse weitergeben, wo sich jeder mal melden kann. Nun, mach das. Kannst du machen. Ja? Ja, schreib sie in den Chat rein und dann durch sie einblenden. Okay. Und in dem Chat kann sich jeder dann die Adresse eintragen. Ne, ich blende die im Livestream ein. Das ist kein Problem. Okay. Hm? Dann eine technische Frage. Und zwar, es geht nochmal um das Siegelgebiet. Ja. Wir haben festgestellt, dass in unserem Siegelgebiet zwei Siegel damals vorhanden waren. Hm? Und zwar gab es ein Siegel, das hatte Bürgermeister. Hm? Das hieß Bürgermeisteramt. Ja. Und es gab ein Siegel zur gleichen Zeit parallel, das hieß Gemeinderat. Mhm. Welches Siegel ist denn dann wichtiger oder welches kommt dann zum Tragen? Du brauchst das Siegel, wo die Heiratsurkunden und die Baugenehmigung und so weiter gesiegelt wurden. Das sind die richtigen. Das ist natürlich schwierig. Ja, du brauchst da bloß in alten Kirchenbücher gucken. Dort hast du ja die ganzen... Amtssiegel drinne, weil da, zu der Zeit hat die Kirche noch viel selber gemacht. Da gab es noch nicht so Bürgermeisteramt oder Bürgerservicestellen, wie es heute heißt. Kurios ist halt, dass zu dieser Zeit wirklich zwei Siegel öffentlich waren. Hm. Und das heißt, ich müsste die aber ich denke mal, Bürgermeister informieren und sagen, dieses Siegel vom Bürgermeisteramt oder das vom Gemeinderat, das war mehr in Benutzung.
Ne, ich glaube Bede nicht. Das muss anders lesen. Da muss die Stadt drinne stehen. Es ja, muss das. Stadt, wir sind eine Landgemeinde. Also Bürgermeisteramt klingt zumindest nach etwas, aber Stadtrat, das klingt nach Weimarer Republik alles. Also ich glaube mal, die Siegel sind aus der falschen Zeit. Also du müsstest wirklich gucken, dass die Siegel vom 27.10.1918 sind oder knapp davor. Ich bin überprüfe, glaube ich zwar nicht, aber technischerweise, die Verbindung ist ganz schlecht, ich höre dich fast nicht. Und ich würde jetzt nochmal abbrechen und wirklich irgendwann die nächste Woche oder diese Woche nochmal anrufen. Aber die Hörer sagen gerade, dass sie dich gut verstehen. Also das scheint wahrscheinlich jetzt das Mikrofonkabel gewesen zu sein. Keine Ahnung. Also ich verstehe dich ganz schlecht. Ich breche jetzt mal hier ab und ich werde mich nochmal melden. Gut, alles klar. Gut. Okay, bis dann. Ja, tschüss. Ja, das ist natürlich jetzt jedes Mal wieder eine neue Überraschung, weil wir nie dieselben Kabel nehmen. Ich hoffe mal, dass es, na, das geht einem gerade nicht. Ja, genau, das ist es nämlich hier. Diese. So, wo ist denn nur die E-Mail? Ich habe sie noch nie gesehen. Ansonsten würde ich sie nämlich gerne mal posten. Also hier liegt. Was ist denn das hier? Oh. Was ist das denn? Ja, kaiserrundfunk.com, Live-Sendung, hallo? Hallo, Uwe. Jetzt klappt es sehr gut mit dem Ton. Ich habe ein paar Sachen zu den Vorrednern gerade eben und wo vor ein paar Vorredner waren. Da ging es um die Datenvollauskunft. Mit dieser Geschichte ärgere ich mich sehr, sehr lange schon rum. Datenvollauskunft kommen wir bei den Gemeinden einfach nicht voran. Es fängt damit an, dass die Gemeinde für Sachen rausgibt, die womit aber Vollauskunft gar nichts zu tun haben. Wenn man sich an den Landesdatenschutzbeauftragten wendet, der will da gar nichts wissen, das dauert ewig und man sagt, die sagen nachher im Endeffekt, die haben das getan, was sie mussten und mehr müssen sie nicht. Und da ist auch keine Hilfe zu erwarten. Das Einzige, was man machen kann, denen dauernd auf den Pilz gehen, dauernd äußern und mit allen möglichen Sachen drohen, aber was wirklich gekommen wird, man nicht. Und ich glaube, da bist du der ausschlaggebende Punkt, weil sie von ganz oben einen Riegel davor geschoben haben. Ja. Persönliche Meinung. Zu den Redner jetzt davor, vor mir, der hat schwäbisch geklungen. es sollte echt versucht werden, die Stammtische über sich, dass das gelistet wird. Ich glaube, das ist jetzt eine hohe Priorität. Ja. Dass man da echt selber vorankommt, dass man nicht dauernd alles über dich macht. Dann hast du was gesagt, dass du die Videos jetzt schneiden willst, Freunde. Bitte in diese aus Baden-Württemberg, die Stammtische, eine Kontaktmöglichkeit damit angehen. Ich warte schon die ganze Zeit, du sagst so eine E-Mail danach schreiben, aber ich habe Verständnis, dass du die Sache nicht beantworten kannst. Mit E-Mails, aber ich brauche hier unbedingt in Baden-Württemberg Hilfe. Ich drehe am Rad und komme nach Bauen des Vorwurfs. Ja. Noch eine kleine Sache. Meine Tochter war in Berlin, hat dort den Schäuble getroffen. Hat denen als erstes gesagt, die ist Abiturientin, meine Tochter. Als erstes gesagt, den Mixer kann man Müll hauen. Freut sich auf das, was im Internet kommt. Diese Verschwörungstheorien sind alle total Schwachsinn. Das springt alles gar nicht. Hört nicht darauf. Ja. Das ist schon sehr komisch, dass die echt schon so viel Wert legen, dass da schon Kinder eigentlich beeinflusst werden. Ja. Ein großes Thema ist, dass der Schäuble von sich aus das einfach erwähnt. Das wollte ich jetzt nur noch mal gesagt haben. Ja. So, danke Uwe. Wir hoffen mal, dass es so weitergeht. Wir haben heute ein bisschen Stress mit unserem Ton. Ich klinge ganz furchtbar. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich bin noch am Bauen. Ach, Mann. Ich gehe mal davon aus, dass der Mixer hier einen Schaden hat. Aber die Frage ist, an welcher Stelle. Es könnte auch das Kabel sein, was vom... So, jetzt ist Ruhe. Also, ich bin wieder zu hören.
So, jetzt muss ich erst mal gucken, dass hier wieder ein paar Störer hier im Chat sind, habe ich gerade gehört. Ja, das kann sein, dass der zweite hier einen Schaden hat. Ja. Geht. Also ist die Störerei hier vorbei oder muss ich nochmal einen kegeln? Ja, es, ich gehe mal davon aus, dass es nicht ein Kabelbruch ist, sondern das sind die südchinesischen Stecker, die Mikrofonstecker. Man muss die mit so einem kleinen Uhrmacherschraubenzieher ein bisschen nachbiegen, damit da Spannung ist auf den Federn und dann gehen die auch einigermaßen. Aber, es ist ja, billig halt. Ja, man kann gut und gerne 30 Euro ausgeben für so einen XLR-Stecker. Die gehen dann wirklich. Aber sollte ich mir nicht antun. Ich muss mal noch ein kleines bisschen Bass geben, weil sonst klingt es wirklich komisch. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser ist. Hä? Kasseron.com, Live-Sendung, hallo. Herr Jonas, ich bin's. Ja. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, ich muss jetzt mal eins sagen, weißt du, mir geht es hier tierisch auf den Sack, was hier in diesem Land vorgeht. Und ich verstehe nicht, warum hier die Leute nicht einfach den Hintern hier hochbekommen und endlich mal was machen. Ja. Es kann ja nicht sein, dass hier jetzt diese Linksfaschisten von der Antifa es schaffen, so viele Leute auf die Straße bekommen und die Leute, die jetzt wirklich hier auch jetzt die Chance voll haben, sitzen lieber zu Hause in ihrem Sessel und sagen lieber, ach, ist mir egal, ich mach mein Fernsehen, sondern das war's das für mich. Das kann doch nicht sein. Ja. Gibt's auch gar nicht, weißt du? Hier sind Anschläge, jeden Tag, weißt du, Jonas? Und die Leute meckern, ich sehe es überall, die haben schon so voll, aber anscheinend gemacht, dann hörst du nur noch, ja, was willst du denn alleine machen? Mir geht es richtig so auf die Nerven, auch jetzt, ich sag mal, auch meinen Landsleuten jetzt hier gegenüber. Guckt ihr euch mal an, was die Franzosen machen. Die gehen auf die Straße, weil sie denen die Arbeitsrechte gekürzt haben. Die gehen doch nicht mal auf die Straße, wenn hier, Bombenanschläge draufgehen. Wir wurden lange genug verarscht hier. Fast 100 Jahre, seit dem 1871 werden wir auf jeden Fall verarscht und hier geht es noch weiter. Weißt du, Jonas? Ich sag nur, ich bin stolz, auch woher ich abstamme, gell? Meine Familie kommt aus Königsberg und Schlesien, gell? Und es kann nicht sein, dass jetzt hier diese Leute hier jetzt diesen Laden in den Bann fahren. Ein Land der Dichter und Denker, was das ein bisschen mehr als diese, wie lange war das? 12 Jahre Nazi-Herrschaft? Ich glaube 12 Jahre, oder? Ja, Ist ja auch egal, Jonas, aber es kann nicht sein, weißt du, dass wir hier einfach nur rumdiskutieren in Facebook und sonst irgendwas. Ich habe das Gefühl, es hält auch nicht mehr über rechtlichen Wege langsam. Weil langsam muss wirklich mal was gemacht werden. Weißt du? Weil es ist schon ja. Nach 12. Und es geht mir wirklich auf den Sack, dass hier diese Aslak, sage ich jetzt mal, diese richtige Asozial, herkommt und meint einfach, ein Freund von mir ist Postbote, bestes Beispiel. Freundin. Die war jahrelang, war die Stammbriefträgerin, dann hat so ein Typ eine Moschee aufgemacht, die durfte das Gelände nicht mehr betreten, durfte ihre Arbeit nicht mehr weitermachen. Ja. Der hat sich bei der Post beschwert und sie musste, wo sie jahrelang immer ihre Post ausgetragen hatte, gehen wegen so einem Kerl, wegen einem, der gesagt hat, religiöse Toleranz. Tut mir leid, Jonas, aber langsam finde ich jetzt, es muss auch mal Widerstand mit anderen Mitteln gemacht werden, weißt du? Naja, ich weiß, was du willst. Ich höre da immer mit Zwischentönen so eine gewisse Richtung Gewalt raus. Die Gewalt kommt früher oder später, spätestens dann, wenn es darum geht, dass die Leute sich dann nicht mehr anders zu helfen wissen. Aber Gewalt ist immer das, was dem System ermöglicht, die Notstandsgesetze der Frau Merkel zu aktivieren. Und genau das ist das Problem, weil dann eine Entrechtung passiert und totale Polizeiwillkür und da ist kein gedient. Ja, aber das gibt es nur in krasser Form mit Ausgangssperre und lauterischem Mist. Ja, und ich denke mal nicht, dass einer von uns jetzt so der größte Teil weiß, was im Lissabon-Vertrag steht. Oder dass der Großteil weiß, dass eigentlich die Todesstrafe hier wieder eingeführt ist, dass bei Aufständen die Leute erschossen werden können. Wissen Sie, was ich meine? Und
Ja, die Masse, die Masse bringt schon was. Und sagen hier, Merkel muss weg. Wie viele Leute haben denn schon eine Klage eingereicht vor Bundesverfassungsgericht, wo sie ausgelacht worden sind, die Leute? Ein Freund von mir hat auch eine Klage hingeschickt. Hm. Und er hat es zurück, die haben den lächerlich gemacht. Die haben es natürlich auf juristischen Weg halt versucht zu erklären. Aber wenn du den Brief mal richtig durchlässt, ist es so eine Art hier, du hast doch eh keine Rechte, warum schreibst du uns hier eine? Also zum Bundesverfassungsgericht müssen wir ja sagen, die sind über die Bundesverfassung, ein Wort. Ja, die Bundesverfassung ist das Grundgesetz, im Prinzip müsste das Grundgesetz Gericht sein, weil die über die Verfassung des Landes urteilen die nicht, dürfen die auch nicht. Ja, also die reden, wenn das Verfassungsgericht die Verfassung meinen, dann meinen die das Grundgesetz, ist aber nicht die wirkliche Verfassung. Natürlich. Jonas, ich weiß, ich finde deine Arbeit nicht toll, weißt du, aber ich finde langsam, weil es ist auch langsam genug Schikane. Ich komme hier wirklich jeden Tag vor, als wäre ich hier, tut mir leid, das soll jetzt nicht rassistisch sein, aber jetzt hier der Nigger, gell, der jeden Tag sich buggeln, die Füße kissen muss, weil du gehst, zum Beispiel, ich bin ja auch außendienstmäßig tätig, ne? Du gehst an der Schule vorbei und dann wirst du von 5, 6 türkischen Schülern dumm angemacht oder bespuckt, jetzt mal Spaß, ne? Und wenn du dann noch anpackst, wirst du dann noch beklagt. Was ist denn das bitte? Aber wenn es andersherum ist, wenn du jetzt einen Türken oder sowas jetzt, weil komischerweise haben wir ja selten, also ich sag mal weniger, dass ein Deutscher jetzt irgendwie einfach mal einen Türken zusammenschlägt oder sonst was, als jetzt anderswo. Aber wenn es dann ist, dann kommt diese Nazi-Keule raus. Also das kann ja nicht mehr sein, weil ich fühle mich da auch jetzt selber langsam richtig, sag ich mal, geknechtet auch, ne? Ich komme jetzt vor hier wie so ein Mensch von der Klasse, ne? Und wir wissen ja alle, wie das hier ist. Wenn ein Deutscher verurteilt wird, der kriegt ja mal ein paar Jahre. Andersrum ist es, der kriegt, wenn jetzt hier so ein Mord von, Erdenmord von Türk oder sowas, der kriegt dann auf gute Führung oder sowas, Bewährung. Und ja. Langsam ist auch, ich sag mal, ist auch bei, ich merke ja auch in meinem Umfeld, da ist ja auch irgendwann die Geduld bei jedem vorbei. Ne? Weil jeder, der wird am liebsten die Machete rausholen, naja, auch mal auf die Straße gehen. Wozu haben sie sie denn reingeholt, muss man mal ganz klar sagen. Die haben es doch nicht reingeholt, weil wir sie brauchen würden als Arbeiter. Wir haben doch genug Arbeitslose. Ich sag mal, die haben sie als Vorwand reingeholt, wir brauchen Gastarbeiter. So nee, da geht es nicht um Gastarbeiter, die wollen das... Dafür sind die nicht reingeholt worden. Aber wofür denn? Dann tun wir halt weniger produzieren, dann brauchen wir auch weniger. Nee, das ist nicht der Grund. Die Gesellschaft kaputt kommt und zweitens, damit das Kapital weiter wachsen kann. Nee. Das ist nämlich der Grund, warum diese Männer auch hier reinkommen. Nee, das ist nicht der Grund. Die haben die ganz bewusst aus anderen Gründen reingeholt. Die wollen Bevölkerungsaustausch machen. Deswegen sind ja alle Hinweisschilder schon überall in Arabisch. Die wollen aus diesem Land eine arabische, was weiß ich, ein Gulag bauen. Keine Ahnung. Also Bevölkerungsaustausch. Die unbequemen Deutschen gegen bequeme Ausländer austauschen. Genau. Das ist das, was sie wollen. Ich habe 3 Kinder, gell? Und die Zukunft meiner Kinder ist mir schon sehr, sehr herzlich. Weißt du? Und ich sag mal, ich will, dass meine Kinder eine gute Zukunft haben. Und ich will nicht, guckt euch doch mal an, wie das Land zerfällt. Ne? Und es geht mir richtig auf den Sack, wenn ich sehe, wenn ich rausgucke auf dem Fenster, was aus dem Land, sag ich mal, der Dichter und Decker geworden ist. Ne? Ein Rotzhaufen, die Sprache verhunzt ohne Ende. Du hörst ja nur noch überall, jetzt haben wir, werde mal ehrlich, wenn du mal Radio anmachst, dann hast du 90% amerikanische Sender. Du hast mal Glück, wenn du mal deutschen Sender hörst, deutsche Musik. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin einfach nur gegen die Wand gefahren und das macht mich sauer. Mein Opa, der war in Stalingrad, der hat mir Sachen erzählt, wie sie da Pferde, die schon verfault waren, mit Handgranaten aufgesprengt haben. Und so einer, der da im Krieg durch die Hölle gegangen ist, weißt du, hat am Ende, der hat ja noch miterlebt, wie der Schröder runtergefahren ist, am Normandietag, hat mein Opa unter Tränen gesagt, guck mal hier, der, ne, wo mein Vater gefallen ist, der liegt auch in der Normandie. Da tut der deutsche Bundeskanzler noch nicht mal eine Blume den deutschen Soldaten hinlegen, aber besucht die französischen Gräber. Ja, ne? Ja, das ist die ganze Propagandamaschine, die da läuft. Das ist, das hast du ja gestern auch gesehen, Jonas, gell? Ah. Das lief den ganzen Tag so eine Trauermusik im Hintergrund. Ja, der Mann, der war halt psychisch labil und der war angeknackt, depressiv. Das ist voll den ganzen Tag Propaganda, das ist so blöd.
dann sollst du nicht ausrasten, Jonas. Also ich bin wirklich an den Punkt. Ja, wenn jetzt hier geputscht werden würde, ne? Wenn die AB sagt, ich mache die Türkei putsch. Ich schwöre dir, Jonas, ich wäre einer, der sofort auf den Panzer klettern würde und würde sagen, komm Jungs, gib mir ein Maschinengewehr, ich gehe freiwillig mit euch. Hm. So einen Hass habe ich leider. Naja. Das Problem ist folgendes. Die haben die Waffen, wir haben keine. Also wenn es zum Bürgerkrieg geht, müsstest du dir erstmal eine Waffe organisieren, indem du eben die abnimmst. Und das ist schon einmal eine Hausnummer. Das ist nicht so einfach. Warum sie hier die Armee klein gehalten haben. Das ist einfach nur traurig, Jonas. Weißt du, du sitzt einfach da, du guckst raus und du kannst gar nichts machen, weißt du? Ich sag mal... Die eine Bevölkerung, total links versetzt ist, die haben eine Weltanschauung, behindert am Kopf, wenn ich sehe, in Frankfurt, wenn die da diese Skater da, diese Punks da sitzen, alle scheißegal, auch nach Hartz IV, hast du mal die eine Schicht, dann hast du die anderen, die Islamisten, die ihre Propaganda, die ihre Scharia-Bücher da verteilen. Ja. Ey, was willst du denn mit so einem Land denn machen noch? Weißt du, was ich meine? Das wird ja immer schlimmer. Der Punkt ist, wir könnten 2 Stunden wirklich reden über die Probleme. Aber wir haben ja den Sender gemacht, um über Lösungen zu reden. Entscheidend ist eine Lösung. Und meine Lösung ist Verwässerwahl organisieren. Schnell und zügig. Weil nur so kriegen wir die Kontrollstruktur weg, die uns hier zum Wahnsinn treibt. Gibt ja den einen Film hier mit dem, na wie ist der, Asterix und Obelix hier, wo die in dem Haus sind, das Verrückte macht. Wir haben nicht nur ein Haus, das Verrückte macht, wir haben ein Land, das Verrückte macht. Und das muss aufhören. Ja. Gut, dann nehme ich jetzt mal den nächsten Anrufer rein, weil es gibt schon Beschwerden im Chat, dass hier mehr Leute rein wollen. Ne? Alles klar. Gut. Dann mach mal gut, ja, klar. Tschüss. Ciao. So, dann haben wir das mal ein bisschen geändert. Ich denke mal, dass das die Lösung ist, dass sie alle auf ein Mikrofon sprechen, dann brummt es nämlich auch, ne? Gehen wir noch ein bisschen lauter. So, genau. So, noch mal sehen, ob das jetzt besser geht. Tut mir leid, dass das heute mal ein bisschen gebrazelt hat. Ja, gut. Also, gucke ich mal in den Chat, was hier noch gibt. Was ist mit den Waffen der NVA? Ja. Also ein Teil ist tatsächlich auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht, aber ich denke mal, dass die Offiziere der NVA die Waffen, ich würde sagen, nach Russland geschafft haben. Weil es ist Kalaschnikow gewesen und ich denke mal, dass es da Absprachen gibt, dass das nicht auf dem Schwarzmarkt rumliegt, das Zeug. Ich gehe davon aus, dass es abgegeben worden ist. Und ein Großteil ist auch in München. Da gibt es ja im Innenministerium hier dieses große Beschussamt. Da liegt das ganze Haus von der Gelumbe. Also, wenn das wirklich zum Bürgerkrieg kommt, dann werden nur die überleben, die in der Lage sind, innerhalb einer halben Stunde sich in irgendeinem Baumarkt eine Waffe zu bauen. Das ist es einfach. Und wer das nicht schafft, der kommt unter die Räder. Das ist das, was ich immer so sage. Also, wer das schafft, in einer halben Stunde beim Durchlaufen durch den Baumarkt sich eine Waffe zu bauen oder zu organisieren, der wird überleben und der Rest wird einem Bürgerkrieg untergehen. Und deswegen sage ich, Bürgerkrieg ist die allerletzte Sache. Weil da haben wir ganz schlechte Karten, weil wir uns nicht wehren können. Wir sind in der Schweiz, wo jeder seinen Waffenschrank hat, wo er sich verteidigen kann und nicht jeder hat die Möglichkeit, ein Schützenverein oder irgendwas oder Jäger zu sein, sodass er seine Familie verteidigen könnte. Man muss sich dann halt was einfallen lassen. Jo, gut. Die Waffen, das ist schon immer wieder... Ja, Armbrust, naja, gut. Ja. Jo, gut. Das bringt uns aber jetzt momentan nicht weiter. Wenn wir eine Verwässerwahl machen und ordentliche staatliche Strukturen haben, haben wir ja auch die Aufhebung dieser Waffengesetze, weil mit Friedensschluss ist es dann wieder so, wie es vor dem Ersten Weltkrieg war. Da war der Waffenbesitz in Deutschland eine völlig normale Sache. Und das wird wahrscheinlich auch wieder so kommen. Geht. Also ich merke schon, in jedem Stammtisch, wo ich hinkomme, wird in letzter Zeit sehr viel über Waffen diskutiert.
Aber nehmt bitte zur Kenntnis, die anderen haben Übung und die haben auch bessere Waffen. Ja? Und die Geschichte mit Bürgerkrieg ist immer zugunsten der die mehr und die besseren Waffen hat. Und das ist immer, da sind wir momentan ein bisschen unterbesetzt. Ja? Was ich den Leuten empfehle, geht auf die Jahrmärkte und übt mit dem legalen Luftgewehr, dass er wenigstens, wenn es wirklich zum Treffen käme, wenigstens trefft. Weil meistens haben wir nur einen Versuch, um sich zu verteidigen. Jo, kaiserrundfunk.com, hallo. Das ist Petra, hi. Ja, hallo. Du hast gemeint, Einbürgerung in Ostpreußen. Hm? Wohin wende ich mich da, wie mache ich das? Ja, die russische Botschaft wäre die Möglichkeit, dort eine Einbürgerungsurkunde zu kriegen. Es soll wohl 250.000 Green Cards inzwischen geben, die Putin zugesichert hat für die Leute, die regelmäßig mit dem System kollidieren. Okay. Die einfache Lösung wäre Elsass-Lothringen. Da bist du auch erstmal aus dem Klopsverein hier raus. Weil du bist noch in Grenzen von 1914. Na, Elsass-Lothringen gehört ja jetzt organisatorisch zu Frankreich. Und ist aber so gestaltet, die Ecke, dass er... Das nicht. Also wenn, dann will ich nach Ostpreußen. Naja, Ostpreußen, da müsst ihr dir schon einen Pelzmantel holen. Das ist kurz vor dem Polarkreis. Das ist sehr kalt und kontinental. Also da, das ist wie Sibirien. Da ist nicht viel Unterschied. Also das ist nicht sehr lecker. Die deutschen Schutzgebiete sind noch eine Alternative. Wenn man nicht Elsass-Lothringen will, wäre also... Windhoek oder hier Kettmannshoop, sind sehr viele Deutsche. Dann gibt es große Siedlungen im Mittelwesten der USA, aber ich sage immer, USA ist das allerletzte, wo man hinzieht. Das ist, die Freiheitsstatue steht ja dort, wo sie die Freiheit fordern, nicht dort, wo sie wirklich da ist. Das ist der größte Gefängnisplanet denn ever. Also nichts freies Land. Also da bringt mich... Also wende ich mich an die russische Botschaft. Genau, und dort kannst du fragen, wie die Verfahrensweise ist, um in Ostpreußen ein Residenzvisum zu kriegen, nennt sich so. Also das ist dann meist so... Wie nennt sich das? Residenzvisum. Das ist das Gleiche, was du in den Emirate brauchst. Manches gilt ein Jahr, manches zwei. Und je öfter du das beantragst und auch mit großen Laufzeiten, desto eher hast du dann Chance, dort eine dauerhafte... Ja, ein Residenzvisum zu kriegen, was ja länger läuft. In der Regel wird es wahrscheinlich ein halbes Jahr, ein Jahr und dann wird es immer länger laufen. Ja, und wenn ich dort Eigentum kaufe? Müsste gehen, das ist kaiserliches Gebiet immer noch. Da hat sich nichts geändert. Das steht aber unter russischer Verwaltung, ne? Also musst du wissen. Ja, also die Amtssprache könnte da Russisch sein. Ich weiß aber nicht, ich habe mich noch nicht gekümmert. Aber es sind sehr viele Deutsche da oben. Aber man hat auch jetzt Meldungen gehört, dass es wohl wieder Unruhen gegeben haben muss, dass also dort die Einheimischen gegen die Deutschen wieder Stimmung machen. Übrigens auch gleicher Nummer in Deutsch-Südwest, also wo die Swabo-Partei gegen die Deutschen in Deutsch-Südwest vorgeht. Jo, musst du gucken, ne? Also, russische Botschaft mal fragen, wie die Verfahrensweise ist, wenn du eine... Ja, wo sind die deutschen Siedlungen dort, in welchen Orten, also in welcher Region? Wie gesagt, ich kenne mich dort nicht aus. Man könnte oben mal Danzig gucken, Danzig ist auch noch eine Möglichkeit. Danzig? Danzig ist deutsch, ja. Echt? Nicht klar. Danzig ist deutsches Gebiet? Ja. Westerplatte gehört zum Kaiserreich. Ne, dann habe ich doch meinen neuen... Polen gab's doch 1914 nicht. Das war das Kaiserreich und danach kam das Zarenreich. Das heutige Polen ist erst in der Weimarer Republik so entstanden wieder, als Verwaltungsgebiet. Ne? Also wenn ich jetzt nach Danzig ziehen würde, da schon geht meine Bundesstaaten... Angehörigkeit nicht flöten. Soweit ich weiß nicht, nee. Gehört noch zu dem Gebiet von 1914. Ist aber Stadtstaat, muss man auch wissen. Wir haben also so kreisfrei ist das. Na, wie Bremen so. Na, Bremen hat ja auch einen Stadtstaatenstatus. Danzig ist, glaube ich, kreisfrei. Es gibt 51 kreisfreie Städte. Und meiner Meinung nach gehört Danzig dazu. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich bin da fast sicher. Alles klar. Gut. Nun,
dann danke. Ja, einfach mal rumfragen. Also wie gesagt, Deutsch Südwest ist auch noch eine gute Adresse, aber man weiß nicht, wie schnell das dort hier zu Unruhen kommt. Aber wo steht das, dass es Unruhen hier in Ostpreußen gibt? Naja, ich hab gehört, dass dort versucht wird, Unruhen zu schüren. Übrigens im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, um vor den Toren Russlands Unruheherde zu schaffen. Das ist das, was da geht. Da geht es nicht gegen einzelne Personen, sondern gegen die einigermaßen ruhigen Gebiete. Da wird dann versucht, da irgendwie Stimmung zu machen. Mhm. Na? Alles klar. Okay, danke dir. Jo, dann. Tschüss. Tja, ich muss erstmal jemand... eine SMS schreiben. Noch später anrufen. Ich muss mal ausschalten, weil sonst stört das ja. So, gut. Haben wir noch Fragen? Dann würde ich noch eine Viertelstunde zugeben, weil ich heute auch später angefangen habe. Staatenlos Info proklamiert den gelben Schein. Macht's ab und zu. Aber sie haben auch schon erkannt, dass es nicht die Staatsangehörigkeit ist. Der Herr Klaassen hat es auch schon gesagt. Aber das Problem ist, staatenlos Info behauptet, wir wären endgültig staatenlos. Und das ist nicht der Fall. Wir haben nicht die Rechtsstellung eines Bundesstaatenangehörigen. Aber die Geburt kann man immer nicht rückgängig machen und das Rüstzeug kann man auch nicht aufheben. Dass die Bundesrepublik das als aufgehoben betrachtet, das ist ihre verworrene Selbstdarstellung. Ja, das Rüstzeug ist Bestandteil des Kriegsvölkerrechts, weil es über die HLKO eingesetzt wird. Dieses Kaiserreich ist nicht handlungsfähig, aber die Gesetze des Kaiserreichs kann die Bundesrepublik nicht aufheben, auch wenn sie nicht beachten. Aber deswegen sind die Gesetze alle noch da und gültig. Ja, die Bundesrepublik benutzt geltendes Recht und uns steht aber gültiges Recht zu. Und das gültige Recht ist das, was im Staat gegolten hat bis zum 27.10.1918. Das ist der Stichtag und mit Ablauf des Tages, der 28. gehört schon zur Weimarer Republik, weil dort der Putsch gelaufen ist. Naja, der gelbe Schein ist ein Problem, weil hat man ihn einmal, kriegt man ihn nicht wieder los. Wir haben also viele Zeugnisse, dass die Leute, die den gelben Schein haben und dann doch gemerkt haben, dass das die falsche Staatsangehörigkeit, die kriegen dann nicht wieder los. Die müssen im Verwaltungsgericht klagen wegen Täuschung im Rechtsverkehr, um das Ding überhaupt wieder loszukriegen. Und dann kostet das auch nochmal richtig Geld, um den Verwaltungsvorgang rückgängig zu machen. Warum kostet Geld? Na, weil dadurch, dass du die Bundesstaatenangehörigkeit abgegeben hast, als du den gelben Schein gewollt hast, hat der andere ja das Guthaben, was aus dem kaiserlichen Staatskonto ist, war sicher schon verbraten. So, und wenn du das zurückdrehen willst, muss ja auf deinen Namen ein neues Personenkonto mit Guthaben errichtet werden. Und den Kredit muss ja einer aufnehmen. Ne? Deswegen wollen die Gemeinden nicht die Bundesstaatenangehörigkeit rausgehen, weil die müssten dann auf deinem Personenkonto die Bundesschulden löschen und das kaiserliche Guthaben dort erstmal wieder eintragen. Ne? Das ist das Problem. Und das... wie der Herr Pispers schon mal erklärt hat, alle und jeder ist nicht das Gleiche. Ne? Also wer den Unterschied noch nicht verstanden, alle ist immer jeder Einzelne irgendwann mal. Und jeder ist alle gleichzeitig. So, geht. Gibt es noch andere Fragen? Gut, dann haben wir hier noch ein paar Minuten und dann mache ich den Stream aus. Wir sehen uns dann das nächste Mal am 16.08. und ich wollte noch was zur Veranstaltung sagen. Wir haben uns überlegt, dass wir drei Veranstaltungen noch im August machen. Ich hatte ja dann fest unter dem, sagen wir mal, wie ist das hier, der große Varus-Denkmal vorgehabt in Detmold. Aber die geben das Gelände nicht frei für die Veranstaltung und das macht dann alles keinen Spaß, wenn man das außerhalb macht. Also müssen wir es generell neu aufziehen. Wir haben uns dann dort eine Partyhalle in Oberkotzau ausgeguckt, die
sehr hübsch ist, wo wir in etwas kleineren Rahmen feiern, was uns nicht so sehr kostenmäßig auf die Füße fällt. Dort ist die Möglichkeit gegeben, Feuerwerk zu machen. Die haben also dort ganz nette Lagerfeuer und Disco-Halle sowieso, also wo man auch ein bisschen Tanz machen kann. Man kann auch ein Zelt aufstellen, dann bitte aber auf der Wiese hinten draußen. Gibt auch die Möglichkeit zu duschen, aber nicht alle gleichzeitig, weil es gibt nur eine Dusche. Aber bei 100 Leuten kann man da sich mal über den Tag vertun. Eventuell werden wir auch einen Toilettenwagen dort anfahren, sodass also dort die Toilettenhygiene gewährleistet ist. Das werden wir dann machen, je nachdem wie viel Anwendung. Also wenn bis 60 Leute geht das alles so mit der Infrastruktur, die dort ist. Ja, zwei Toiletten sind ja da und noch eine Dusche. Und wenn das mehr als 60 wären, werden wir dann Toilettenwagen bestellen. Da ist also dann dort eine Dusche da drin. Gut, ansonsten gibt es dort noch ein Partyzelt mit einer Theke. Kann man also Ausschank machen und ja, im etwas größeren Familienraumstil machen wir das. So, und gleichzeitig haben wir vor, in der Woche 6. Also an dem. Moment, ich muss mal einen Kalender aufschlagen. Mal sehen, ob ich den hier rüberziehe. Ne, geht leider nicht zu schieben. Also, wenn ich jetzt im August gehe, an dem Wochenende vom 5. bis zum 8. wollen wir ein Trading-Seminar machen. Also will ich Leuten was über das Geldsystem beibringen. Also wie die Börse funktioniert, Aktien, wie das ist mit den Indizes, wie man an der Börse handelt. Wir werden praktische Übungen machen mit simulierten Kursen, weil am Wochenende ist ja die Börse zu. Ihr wisst ja, Freitag 23 Uhr schließt der Handel, Forex-Handel, und macht dann Sonntag 23 Uhr wieder auf. Wir werden beide Handelsszenarien sehen, also am Freitagabend 23 Uhr, wenn die Märkte schließen, und Sonntag 23 Uhr, wenn sie öffnen. Und wir werden aber nicht länger machen als bis Montag, sage ich mal, bis um 1, maximal bis um 3. Ich hätte dann gerne Montag um 3 Ruhe in der Halle, weil die Leute dann auch schlafen wollen. Also wer dann noch mit einem Smartphone oder mit einem Tablet tickern will, kann das gerne tun, aber der allgemeine Krach wird dann in der Halle dann um 1 aufhören. So, wir wollen also dann, wir müssen ja dann auch arbeiten und fahren dann früh oder Sonntagabend schon wieder heim, und wir wollen das ein bisschen geordnet haben. Ne? So, und da ist es dann dort möglich, sich eine Liege, also eine Klappliege mitzubringen. Wer also ein Auto hat, wo eine Klappliege rein will, kann sich eine Klappliege mitbringen. Werden wir also zu günstigen Konditionen dort Schlafplätze anbieten. Wer eine Luftmatratze hat, auch Luftmatratze. Wer Zelt hat, kann zelten. Das ist alles in Preis. Wir haben uns da überlegt, dass wir das 5 Euro pro Nacht anbieten. Weil je mehr Leute dort wirklich übernachten wollen, die machen natürlich Aufwand, weil das dann alles neu bestuhlt und eingeräumt werden muss. Und damit wir die Helfer auch dann sagen wir, eine Aufwandsentschädigung bezahlen können, haben wir uns da so auf den Mittelweg geeinigt. Ja, also 5 Euro. Oder ihr geht eben ins Dorf rein, Oberkotzau oder nach Hof, und tut einem sich dort in eine Pension einmieten. Trading-Kurse kosten also 700, 800 Euro plus X. Ja, und wenn wir die für 25 Euro anbieten, dann müsst ihr damit leben, dass die Übernachtung dann eben auch mal was kostet. Das Essen ist da auch nicht dabei. Also wir werden dort von einem Caterer versorgt, und da hat man zwei Essen, die man sich auf der Karte, ich würde sagen, ab Mittwoch davor sind die Speisepläne veröffentlicht, aussuchen kann. Kann man dann vorbestellen, und dann wird das pünktlich und warm angeliefert. Wir werden also nur Frühstück und Abendbrot dort vor Ort haben, also kaltes Buffet. Und Mittagessen gibt es dann warm vom Catering. Jo, ansonsten gibt es da immer Obst und Kaffee, also was Gesundes, und ja. Bitcoins, hatte ich schon erzählt, ist eine virtuelle Währung, es ist keine Geldaufbewahrungsmöglichkeit. Also wer eine Vermögenssicherung hat, kann das nur mit Gold oder Silber machen. Silber immer im kleinen Maße, Gold im großen Maße. Eine andere Möglichkeit gibt es zurzeit nicht. Alles andere kann innerhalb von wenigen Stunden sich in Rauch auflösen. Und durch den Computerhandel ist eben das alles sehr fragil. Und ich werde den Leuten dann dort erklären, wie das funktioniert, wie das mit den Handelsbaren ist, wie die Handelsplätze untereinander vernetzt sind und so weiter. Also sehr viel Wissen geben. Wir werden praktische Übungen machen, Ein- und Ausstiege, Stops berechnen und Take-Profit berechnen. Das ist also das, was wir dort in den
zwei Vorträgen machen. Wir werden zwei gleiche Vorträge jeweils mit einer Woche Abstand machen, weil manche mit ihren Kindern im Urlaub sind. Da können die wenigstens einen von beiden wahrnehmen. Und wer gewisse Sachen noch nicht verstanden hat, kann eben dann beim zweiten Mal nochmal dabei sein. So, wir werden dann Zuschauer den vergünstigten Möglichkeiten anbieten, aber wer mit dem Rechner da ist, der kann also dort, es können also maximal 10 PCs aufgebaut werden, der Rest müsste Notebook oder Tablet sein, einfach wegen Stromverbrauch. Weil wir haben dort nur begrenzte Möglichkeiten, dort man muss sich überlegen, ein PC kann so bis zu 500 Watt Strom brauchen und wenn wir da 10 Stück anstecken, sind wir ganz schnell bei 32 Ampere. Und da wird es dann kritisch, weil wir haben ja auch noch die Musik und wir haben Beleuchtung und alles, müsste, darf sich dann nicht gegenseitig stören. So, gut, also wisst ihr Bescheid, alles andere ist auf kaiserrundfunk.com schon veröffentlicht. Wir werden noch einmal eine Änderung des Programms machen in den nächsten 1 bis 2 Tagen, nachdem wir uns noch mal mit dem Veranstalter dort kurzgeschlossen haben. Und dann gibt es die Tagesordnung Ende dieser Woche dann verbindlich, ne? Gut. Anmelden sollte man sich spätestens bis Dienstag, bevor der Kurs losgeht, weil wir müssen mit dem Essen planen und wir müssen auch sehen, wie viel brauchen wir Schlafplätze und so weiter, dass das alles so ein bisschen passt. Ihr müsst auch wissen, dass die Einrichtung des Kontos, wer live treten will, 3 bis 4 Tage dauern kann. Also spätestens am Dienstag solltet ihr es euch überlegt haben, weil sonst Freitag werdet ihr dann keinen Spaß haben. So, ich empfehle aber bei Anfängern nicht ein Live-Konto, sondern macht das mit Demokonten. Demokonten kosten nichts, Demogeld, trotzdem habt ihr den Lerneffekt. Und wir werden also das Wochenende mit Demokonto treten, nur am Freitag und am Montag live. Na, mit einem kleinen Live-Konto, also so paar 100 Euro. Nur, dass man mal sieht, wie es sich anfühlt. Dann könnt ihr alle zugucken am Beamer, probieren wir das. Geht. Zweite Veranstaltung ist dann Ende August, hatten wir uns die letzte Augustwoche vorgesehen. Werden wir ein bisschen kleiner halten, hatte ich schon gesagt, 27., 28., also 26. Anreise, 27. die Hauptveranstaltung und vielleicht dann am 28. nochmal im kleineren Kreise. Teil Rohkost-Treffen, Teil Anastasia-Geschichte. Je nachdem, wie die Interessenlage ist, auch wieder so in der Größenordnung 25 Euro. Weil einfach das, die Bewirtung und die Hilfskräfte, die müssen auch alle ordentlich Aufwandsentschädigung kriegen, weil die dienen uns dort und die sollten dann auch sollten schon einen kleinen Obolus kriegen. Ne? Also wird ja aber dann auch der Grill angeworfen, das muss man alles auch leihen und die Biertischgarnituren und so, das kostet ja auch alles Leihgebühren, das muss ja dann alles mal ein bisschen passen finanziell. Ne? Wir können da nicht groß Geld reinschießen, weil das Geld, was eingegangen ist bei kaiserrundfunk.com, ist wirklich dann auch für die Technik und für den Sender. Das können wir auch nicht verfeiern, sondern da müssen wir plus minus null dort rausgehen aus der Geschichte. So, gut, aber wir müssen ab und zu mal auch mal gemeinsam feiern und uns ein bisschen vernetzen. Also sind dann alle eingeladen, aber bitte keine Stimmung machen hier mit gelben Schein und so, dann gibt es dort Ärger. Also wir wollen schon miteinander gut kommunizieren, wollen uns austauschen und so weiter, verschiedene Gruppen auch kennenlernen. Die Möglichkeit besteht an dem Wochenende 27. 28. August. Wenn die Veranstaltung so 100, 200 Leute sind, sind wir da zufrieden. Also es muss nicht in die Tausende gehen, wie wir es ursprünglich mal geplant haben. Ist auch zu weit fortgeschritten, man muss solche großen Veranstaltungen dann schon im Mai planen, wenn man die im August machen will. Ja, also ist das jetzt zu kurz. Aber im Rahmen 100, 200 Leute ist es also mal innerhalb von einer Woche zu organisieren. Gut, das sind die Ausführungen. Ich denke mal, ihr habt alle auch noch einen anstrengenden Tag morgen. Und ich würde euch dann einfach mal in die gute Nacht entlassen. Wir wünschen uns, dass es der Herbst friedlich bleibt. Ja. Man sollte sich solche kriegerischen Auseinandersetzungen nicht wünschen. Die werden früher oder später kommen, spätestens wenn der Euro auseinandergefallen ist und dann nichts mehr zu kaufen gibt. Und wir hoffen mal, dass das noch lange hin ist, dass wir wenigstens dieses Jahr noch einigermaßen Ruhe haben. Weil es wird alles getan, um dass ein Krieg mit Russland entsteht. Und genau das gilt es zu verhindern. Solange wie das ruhig bleibt, haben wir immer noch gute Möglichkeiten, Leute zu informieren, Leute aufzuklären. Einfach das, was wir jahrelang versäumt haben, nachzuholen. Weil wir haben ja uns
30, 40 Jahre ausgeruht auf unserer schönen Bundesrepublik. Und wir merken aber, dass es ein krimineller Verein ist, der uns ausplündert und uns austauschen will, also im Prinzip Völkermord plant. Das ist das, was mit der Migrantenindustrie hier befürwortet ist und was die Grünen und auch die SPD ganz offen sagen. Ne? Also die wollen die weiße Rasse abschaffen, lautischen Zeug. Also das erinnert sehr an einen rot lackierten Faschismus. Nichts anderes ist das. Ne? Na gut, dann wünsche ich euch eine gute Woche und ich werde den Stream erstmal ausmachen und wir sehen uns dann am 16.8. nach den zwei Kursen. Da werden wir bestimmt dann auch mal ein paar schöne Videos zeigen, wie es dort lustig zugegangen ist. Ich hatte zwar heute vor, nochmal was zu machen von den schönen, Feuerwerken. Ich zeige es trotzdem mal kurz, oder habe ich die schon gelöscht? Ne, die sind nicht mehr auf dem Handy. Gut, also dann bei YouTube, kaiserrundfunk.com, tun wir uns noch hochladen. Heute vielleicht noch. Na, gut, dann erstmal gute Nacht und schlaft schön.